Sie sind einer der erfolgreichsten Sportvorstände der Liga. Muss man als Sportchef selbst Profi gewesen sein? Nicht unbedingt, das ist nicht zwingend notwendig. Hat sicherlich aber trotzdem seine Vorteile, wenn man es gewesen war und sich auch ein bisschen mit dem Geschäft dann auskennt und sich auch ein bisschen weiterbildet. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, weil man natürlich in die Spiele viel mehr reindenken kann und auch mitfühlen kann im Endeffekt, wie sie sich gerade fühlen, gewisse Entwicklungen auch frühzeitig zu erkennen, die in so Mannschaftsprozessen dann aber ablaufen. Das macht natürlich schon die Sache ein bisschen einfacher. Wie viel Prozent Ihrer Arbeit basiert auf sportlichen Know-how und wie viel auf Management-Skills? Was würden Sie sagen? Ja, ich glaube schon, dass sehr vieles auf das Sportliche ist. Prozentual gesehen ist es schwierig einzuschätzen. Ja, vielleicht ist es auch 50-50 so ungefähr. Aber wirtschaftlich solltest du dich auch ein bisschen und businessmäßig auskennen, wie Dinge auch funktionieren, wie Netzwerke wichtig sind, wie natürlich auch ein Budget zu planen ist, etc. Also das sind alles so Themen, die man sich schon aneignen muss und die man auch lernen muss als ehemaliger Fußballer. Letzte Frage. Würden Sie sagen, Sie haben das Thema Netzwerke schon angesprochen, ist es das eigentlich, worauf es am Ende, wenn man alles zusammendampft, eigentlich ankommt? Absolut, ist sehr wichtig. Wenn Sie kein Netzwerk haben, werden Sie sich in der Branche nicht auskennen können, werden Sie sich verlieren. Es bringt nichts, am Telefon zu warten, bis einer anruft und dann irgendwie aktiv zu werden. Man muss schon vorher viele Dinge abklappern und einfach auch in den Gesprächen immer wieder bleiben, weil das ein oder andere Gespräch, das vielleicht jetzt für die Situation nutzlos vielleicht erscheint, kann aber Ende des Tages aber nach ein, zwei Jahren doch sehr wichtig gewesen sein.